Ein Stand nach Maß für Jude Bellingham. Direkt in seinem ersten Pflichtspiel trifft der 17-Jährige für den BVB. Das 2:0 gegen Duisburg im Pokal macht ihn zum jüngsten Torschützen der Vereinsgeschichte. Der Youngster kommt nach einer feinen Vorarbeit von Thorgan Hazard an den Ball. Hat dann etwas Glück, dass der Ball vom Fuß von MSV-Keeper Weinkauf ins Tor geht. Man nennt es wohl Glück des Tüchtigen. Bis zu seiner Auswechslung in der Halbzeit macht der Engländer ein überragendes Spiel. Bellingham ist immer anspielbar und bewegt sich gut in den Zwischenräumen. Taktisch scheint er mit seinen 17 Jahren schon sehr gut ausgebildet zu sein. Das sehen offenbar auch seine Teamkollegen so. Der ist unheimlich reif für sein Alter, er macht das super mit 17 Jahren. Ist geil, hat keine Angst, irgendwie defensiv, extrem aggressiv, mit dem Ball sehr, sehr gut und ein sehr, sehr guter Kicker. Ich hoffe, dass wir noch viel Freude mit ihm haben werden. Was auffällt, ist die körperliche Robustheit. Die Erfahrungen aus England kommen ihm hier offensichtlich zugute. Bellingham teilt aus, muss am Montagabend aber auch sehr viel einstecken. Groß beeindruckt zeigt er sich aber nicht vom teils überharten Einsteigen der Duisburger. Ins Dortmunder System fügt er sich schnell ein, spielt unaufgeregt neben Routinier Witzel und bringt das Spiel mit seinen Schnittstellenpässen wie hier immer wieder ins letzte Drittel. Auch die Laufleistung ist enorm bei seinem Startelfdebüt. Das i-Tüpfelchen, na klar, sein Treffer zum 2:0 in der 30. Minute. Auch Trainer Lucien Favre zeigt sich zufrieden. Ja, er hat unglaubliche Qualität. Wir haben schon Reiner, der ist 17, der hat auch etwas. Sie haben da auch festgestellt in der Rückrunde. Und aber es ist eine, sehr klar, alle haben gesehen, das ist ein sehr, sehr guter Spieler. Einziger kleiner negativer Aspekt, in der 21. Minute gehen mit dem Teenager ein bisschen die Nerven durch. Nach einer guten Einzelaktion, die aber nicht von Erfolg gekrönt ist, schießt Bellingham den Ball weg. Dafür gibt es Gelb von Schiedsrichter Robert Kamka. Es ist aber nur das berühmte kleine Haar in der Suppe. Denn besser hätte es für Jude Bellingham zum Start gar nicht laufen können. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass ein 17-Jähriger in dieser Saison vielleicht der neue Fixpunkt im BVB-Mittelfeld wird.